war dem Nationalsozialismus erzogene, geschulte und disziplinierte Deutsche Volk, kann die volle Wahrheit ertragen. Und traten die Tür an, stürmten das Zimmer, wie wilde Barbaren, wie durchgeknallte Spinner, Soldaten ohne Erbarmen. Ihre beiden Opfer saßen und sprachen, hatten keinen blassen Schimmer. Mit ihren Gewehren schlugen sie grundlos auf die beiden Männer ein, ihre Freude schien groß. Einer der beiden war 69 Jahre alt, mit voller Härte traf in demokratische Staatsgewalt, bekam einen Schlag gegen den Kopf, fiel zu Boden, verlor Blut. Das Hotel war umstellt, als man ihn hinaustrug, mit verbundenen Augen in ein geheimes Lager brachte. Als er blutüberströmt in einer Zelle erwachte, war kein Arzt zur Stelle, der seine Wunden verband. Monatelang kein Kontakt zu seiner Familie in Deutschland, nur miese Visagen mit lästigen Fragen. Sie meinten, er sei beteiligt an terroristischen Taten. Diese Geschichte ist traurig, aber leider wahr. Europa, der Tatort, 2001 das Jahr. Es stellte sich heraus, alles falscher Verdacht. Mit Gottes Hilfe und viel Kraft hat es rausgeschafft, hat es nach Haus geschafft. Und all das geschah im Namen der Demokratie. Weltweit suchen sie Streit, verbreiten Hass und Ungerechtigkeit. Zerstören und töten sind zu allem bereit, denn sie machen das im Namen der Demokratie. Weltweit suchen sie Streit, verbreiten Hass und Ungerechtigkeit. Zerstören und töten sind zu allem bereit, denn sie machen das im Namen der Demokratie. Sie kamen in Scham, Waffentonnen von Bomben. Die ganze Nacht hielten sie ein ganzes Volk in Angst und Schrecken wach. Ein heiß ersehnte Schlacht im Kampf gegen den Terror begann. Fortsetzung von Afghanistan. Mit ihren Präzisionswaffen und präzisen Lügen sind sie losgezogen, um ihrem Land zu dienen. Vollgepumpt mit Drogen, aufgepusht im Wahn, haben sie alles abgeschossen auf der Jagd wie bei Chicken Run. Im Stil von Vietnam zerstörten sie Dörfer, töteten Frauen und Kinder. Ihr feigen Mörder habt das ganze Land verseucht mit radioaktiven Stoffen. All das, um Freiheit zu bringen, Frieden zu schaffen, wart fleißig auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen. Öl ist das Einzige, was ihr gefunden habt in Massen. Ihr kriegt nichts gebacken, könnt nur töten und morden. Habt ein Chaos geschaffen, anstatt für Frieden zu sorgen. Dieser Krieg, so grausam aber leider war, Irak, der Tatort, 2003 das Jahr. Ausgelöst durch demokratische Staaten, die ihn seit Jahren geplant haben. Sie wollen das Volk niederschlagen und zum Schweigen bringen, mit ihren Panzern und Kanonen ihr System aufzwingen. Weltweit suchen sie Streit,
verbreiten Hass und Ungerechtigkeit. Zerstören und töten sind zu allem bereit, denn sie machen das im Namen der Demokratie. Weltweit suchen sie Streit, verbreiten Hass und Ungerechtigkeit. Zerstören und töten sind zu allem bereit, denn sie machen das im Namen der Demokratie. Guantanamo, im Namen der Demokratie. Sudan, im Namen der Demokratie. Jugoslawien, im Namen der Demokratie. Vietnam, im Namen der Demokratie. Nicaragua, im Namen der Demokratie. Chile, im Namen der Demokratie. Hiroshima, im Namen der Demokratie. Was noch? Sie wollte nicht mehr tatenlos bleiben, konnte nicht mehr ertragen, wie sie seit Jahren Terror betreiben. Namen der Demokratie, Häuser niederreißen, Bewohner auf die Straße schmeißen, töten und vertreiben. Getrieben von der Liebe zum Frieden, ließ sie alle stehen und liegen, um an den Ort des Geschehens zu fliegen. Dort, wo ein ganzes Volk verblutet und leidet, weil ein gieriger Staat ungehindert Grenzen überschreitet. Menschen unterdrückt, fremdes Land an sich reißt, Rechte mit Füßen tritt, während die UNO tatenlos bleibt. Sie lebte, teilte das Leid der Menschen im Gaza, obwohl sie die Gefahr sah und ihr klar war, dass ihre Taten so viel bewirken wie ein Tropfen auf einem heißen Stein. Trotzdem setzte sie sich ein bis zu dem Tag, an dem sie kam, in gepanzerten Wagen, wieder mal programmiert zu zerstören und zu verjagen. Mit ihrem Megafon und ihrer leuchtenden Weste stand sie draußen vor dem Haus und unterschätzte die Brutalität eines israelischen Soldaten. Mit seinem Bulldozer kam er auf sie zugefahren. Sie fiel zu Boden, wollte aufstehen, doch es war zu spät. Mit seiner Walze hat er sie überrollt und umgelegt. Auch diese Geschichte ist traurig, aber leider wahr. Palästina, 2003 das Jahr. Rachel Corey, Studentin aus den USA. Sie war 23 Jahre, als sie starb. Nicht die erste und leider auch nicht die letzte, die Israel im Kampf um Land ermordet hat. Weltweit suchen sie Streit. Sie suchen Streit. Verbreiten Hass und Ungerechtigkeit. Zerstören und töten sind zu allem bereit. Zu allem sind sie bereit. Machen das im Namen der Demokratie. Weltweit suchen sie Streit, wir suchen Streit, verbreiten Hass und Ungerechtigkeit. Zerstören und töten sind zu allem bereit, und sie machen das im Namen der Demokratie. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht spinnen. Ich habe den Feuer. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Da die Nationalsozialismus erzogene, geschulte und disziplinierte deutsche Volk kann die volle Wahrheit ertragen.